Ah, Sissi. Derek, kommen Sie rein, ich bin gleich fertig. Oh, es eilt nicht. Dieses Ding spielt verrückt, ich komme heute zu nichts. Hallo? Ach, Sie sind es. Das ist ungünstig, ich habe Besuch. Wenn es Ihnen lieber ist, warte ich draußen. Ja, das wird besser sein. Ich habe noch einiges zu erledigen. Ja, wieso nicht? Ich versichere Ihnen, ich stehe zu meinem Vorschlag. Meine Meinung hat sich nicht geändert, Steven. Einverstanden. Bis dann. Das war der Produzent, der mit meiner Frau arbeitet. Ich erinnere mich, der Film ist schon angekündigt. Er heißt Die Reise. Hoffen wir, dass er nicht so unspektakulär wie sein Titel wird. Als ich noch in Frankreich war, habe ich in einige europäische Filme investiert. Mir wäre es ein wirkliches Vergnügen, das Drehbuch zu lesen, falls Sie noch eine andere Meinung hören wollen. Das nehme ich gern an. Ich schicke es in Ihr Hotel. Kein Wort zu meiner Frau. Sie hasst es, wenn ich mich in Ihre Angelegenheiten mische und wirft mir ständig vor, ich würde Ihr Leben kontrollieren. Ich bin sicher, Sie werden sich hier bald wie zu Hause fühlen, Mrs. Escher. Wir sind auf unsere hellen, stilvollen Räume sehr stolz und wir haben immer gute Laune. Das fällt gleich ins Auge. Oh, ich werde soeben abberufen. Sehen Sie sich um, packen Sie aus und ich komme dann wieder und bringe Ihnen Ihren Tagesablauf. Es ist fürchterlich dunkel hier. Warte, das kriegen wir schon hin. Mach dir keine Sorgen, es hätte schlimmer kommen können. Du hast recht, es ist ganz nett hier. Es ist eben was Besonderes. Hell und stilvoll, wie die Schwester sagt. Wie war ihr Name? Violet? Das klang eher wie Daisy. Daisy, ja, so sieht sie aus. Na fein, ich frage mich, wer wohl meine Zimmergenossin sein wird. Zehn Jahre alt und besessen vom Teufel oder auch 54 und von Schreikrämpfen befallen, das sind meine Erwartungen. Du übertreibst wieder schamlos. Es ist weder eine Klapsmühle noch ein Schlangennest. Hier behandelt man Patienten, die nur vorübergehend ihre Probleme nicht allein lösen können. Siehst du? Hier ist sogar ein Garten und Blumen sind auch noch da. Ja. Und die Betonmauern sind wahrscheinlich auf der anderen Seite. Und wenn Hank doch nicht so dumm ist, wie wir hoffen? Julia, das ist ein Mann, der dich nach zwei Drinks fragt, ob du die Zeit stoppst, denn der mit den Ohren wackelt. Mr. Hunt, man nennt mich alle Tori. Ich arbeite für Mr. Donatello in Las Vegas. Sie kennen ihn, er weiß von Ihren Verdiensten über seinen Freund Anthony Tonnell. Möge seine Seele in Frieden ruhen, ja. Also, Mr. Donatello möchte Sie heute Abend zum Dinner in sein Hotel bitten. Er wünscht, Sie persönlich kennenzulernen und bietet Ihnen ein Geschäft an. Nein, kommt nicht in Frage. Wir haben das alles schon vorbereitet. Ihr Flugticket wartet auf Sie am Flughafen von Santa Barbara. Steigen Sie ein und fliegen Sie einfach los. Finden Sie. Ich muss noch etwas erklären. Mr. Donatello hat einen berühmten Namen in dieser Stadt und niemand erteilt ihm eine Absage. Haben Sie mich verstanden? Na also, Sie werden zum Flughafen mit einem Wagen abgeholt. Ciao. Hat es gefressen, ja? Was sonst? Er wechselt die Unterhosen und rast zum Flughafen. Gute Arbeit. Sie waren wundervoll. Wie können wir Ihnen nur danken? Verlieren Sie nie wieder ein Wort über diese Geschichte. Ich muss verrückt gewesen sein. In Ordnung. Na also, Phase 1. Wir müssen uns beeilen. Wenn Hunt rauskriegt, dass wir ihn geleimt haben, kommt er nach Santa Barbara. Wir haben von jetzt an 4 Stunden. Können wir das schaffen? Wenn die Berliner Mauer über Nacht gefallen ist, dann können wir zwei in 4 Stunden Sascha Schmidts Andenken an die Büffel verkaufen, oder?
Hallo. Hallo, Liebling. Es tut mir leid, ich hab's leider nicht früher geschafft. Ach, kein Problem. Wir hatten noch geschäftliche Dinge zu erledigen. Ja, was ist denn so wichtig gewesen? Auf jeden Fall ist das morgige Match viel aufregender. Genau, wir sollten schleunigst nach einer wirkungsvollen, brachial gewaltigen Strategie suchen. Kann das wahr sein? Heute ist der Wurm drin. Ein Anruf nach dem anderen. Geht schon vor. Ich komme nach. Ich hol meine Jacke. Hallo? Du bist zu Hause, Gott sei Dank. Ich wollte gerade weggehen. Kann das nicht warten? Nein, ich brauche unbedingt Hilfe. Da sind ein paar Dinge, die du erledigen musst. Notier lieber, was ich sage. Warte, nicht zu schnell. Ich muss mir erst einen Stift nehmen. Alles klar, schieß los. Ja? In Ordnung, ich verstehe. Ich glaube schon, das wäre besser. Alles Weitere, wenn wir uns sehen. Ja, geht klar. Bis bald. Derek, entschuldigen Sie bitte, ich werde dringend gebraucht, ich muss hier bleiben. Kein Problem, Cici. Ich trainiere mit Kelly allein. Ich kann das nicht aufschieben, verzeihen Sie bitte. Arbeit geht vor Vergnügen. Ich erzähle Ihnen dann, wie es war. Wiedersehen. Wiedersehen und viel Spaß. Danke. Kelly, kann's losgehen? Komm, ich helfe dir. Oh, also so krank bin ich nicht. Ich kann meine Kleider immer noch selbst aufhängen. Das ist Überlebenstraining, verstehst du? Du bleibst doch nur 72 Stunden hier. Ja, richtig. 72 Stunden, allerdings nur, wenn man mich am Ende für zurechnungsfähig erklärt. Aber wenn Sie das nicht tun, oh. Wir sollten uns darüber erst Gedanken machen, wenn es soweit ist. Einverstanden. Und schließlich habe ich einen Anwalt zum Mann. Du verklagst sie einfach und dann müssen sie mich rauslassen. Und ich glaube nicht, dass sie dann den Bezirksstaatsanwalt verärgern wollen. Ethan, ich weiß, dass du auf meiner Seite stehst. Ich will nicht, dass du meinetwegen Schuldgefühle hast. Ich habe keine Schuldgefühle. Ich will nur eins, dass es dir wieder besser geht. Ach, was soll's? Das bekommen die schon hin, da bin ich sicher. Dafür haben sie Drogen und Beruhigungsmittel. Nein, hör auf. Das sind doch wirklich Monstermethoden. Niemand wird dir wehtun oder dich unter Drogen setzen, glaub mir doch. Das würde ich auch niemals zulassen. Nein, das würdest du nicht. Tut mir leid. Ich bin zurück. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Nein, keineswegs. Haben wir uns schon eingerichtet? Hier bitte Ihr Therapieplan und der Tagesablauf. Wie Sie sehen, befinden wir uns gerade in Ihrer Freizeit, Mrs. Escher. Sie werden entschuldigen, die Besuchszeit ist soeben überschritten worden. Ja, natürlich. Ist es wirklich nötig, dass er schon geht? Tut mir leid, ich muss darauf bestehen. Sie sollten versuchen, sich hier einzugewöhnen. Das klingt sehr vernünftig. Ich bin morgen wieder da. Danke. Wiedersehen. Ich komme ganz sicher. Wiedersehen. Oh. Was für ein attraktiver Mann. Ja, auf Frauen wirkt er immer sehr attraktiv. Also, ich denke, ich lege mich noch ein klein wenig hin. Oh nein, das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Aber, es sind doch vor 15 Uhr gar keine Untersuchungen geplant. Unsere Freizeit verbringen wir mit den anderen Patienten, wenn die Besucher gegangen sind. Wenn man aber keine Lust dazu hat. Wahrscheinlich sind sie nicht bei uns, weil sie besondere Lust darauf hatten, sondern weil sie gesund werden wollten. Sie können Fernsehen, mit den anderen Damen Karten spielen und Platten hören oder auch mit ihnen Tee trinken. Sie können alles Mögliche tun. Na klasse, das klingt ja wahnsinnig spannend. Ist das die hohe Kunst der Psychiatrie? Ist hier auch Kittelschürzenzwang? Nein, sie dürfen anziehen, was sie wollen. Etwas Bequemes wäre ratsam. Dann bin ich für Nachthemd und Pantoffeln. Unsere Patienten bevorzugen präsentablere Kleidung. Dies ist keine Schlamperparty, sondern eine Klinik, Flora. Daisy. Entschuldigung. Wer ist meine Zimmergenossin? Oh, Sie werden sich gut verstehen. Sie ist unsere Star-Patientin und bereits eine ganze Weile auf der Station. Sie ist wirklich liebenswert. Ich bin froh, das zu hören. Ich erwarte Sie im Tagesraum. Und zwar sofort. Das ist keine Schlampenparty. Sie wissen doch, hier sollen Sie wieder gesund werden. Und zwar, ob Sie wollen oder nicht, Laura.
Sie sollen ein super Trainer sein. Wie es heißt, einer der Besten. Das höre ich gern. Wer sagt denn sowas? Laura Asher. Wir kennen uns schon recht lange durch das Wohltätigkeitskomitee, wissen Sie? Ja, ich kenne Laura. Sie ist eine nette Frau. Tut mir leid, dass sie im Krankenhaus ist. Was ist passiert? Ich weiß es nicht genau. Wir hätten heute Morgen Sitzung gehabt und da erklärte man uns, dass Laura nicht kommen könne. Das ist ja schrecklich. Und in welchem Krankenhaus ist sie? Keine Ahnung. Aber wenn ich raten sollte, würde ich sagen, es ist eine Art emotionale Krise der armen Laura. Sie hat übrigens immer sehr gut von Ihnen gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel Sie hier verdienen, aber ein bisschen Geld nebenbei kann ja jeder brauchen. Ich glaube, Sie könnten einiges für mich tun. Wissen Sie, ich habe einen Moment zu arbeiten. Man braucht mich hier. Es würde Sie nicht viel Zeit kosten. Und Sie hätten auch Spaß an der Sache. Und wir wollen Sie nur einmal in Anspruch nehmen. Natürlich habe ich dann später auch noch andere Aufgaben für Sie. Ich vergesse nie einen Gefallen. Was soll ich für Sie tun? Gut, mein Team spielt Freitag gegen die Capwell Blazers und wir wollen gewinnen. Mhm. Und ich habe gedacht, dass Sie uns helfen können, etwas zu finden, das unsere Gegner schwächer macht. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. $500 für Sie. Wissen Sie, was Sie da verlangen? Ich bitte Sie. Kommen Sie, das ist doch kein Wettkampf auf internationaler Ebene, sondern nur ganz intern. Es geht hier bloß um die alte Rivalität zwischen Cecys Familie und meiner. Wir suchen nach dem Gewissen etwas, das uns einen kleinen Vorteil verschafft. Wie wäre es, wenn ich Sie voll Drogen stopfe? Oder wäre es besser, Sie brechen sich irgendwas? Ach, kommen Sie, das ist doch Unsinn. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendwer verletzt wird. Sie sollen nur langsamer sein. Ich erhöhe auf 750. Hören Sie. Was fällt Ihnen daran so schwer? Sie können mich nicht bestechen. War das deutlich genug? Und jetzt möchte ich Sie bitten, hier zu verschwinden. Oder ich bin gezwungen, Ihrem Sportkomitee sofort Meldung zu erstatten. Das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Ihre Schwester ist da nicht so kleinlich. Das wissen alle in Santa Barbara. Ich werde Ihnen mal was sagen. Verglichen mit Ihnen ist meine Schwester eine Heilige. Also bitte. Bitte gehen Sie jetzt, bevor ich mich vergesse. Ich möchte mich entschuldigen. Offensichtlich bin ich über Sie falsch informiert worden. Ich habe zu tun. Ich habe das vielleicht falsch angefangen. Und vielleicht ist dieser Ort nicht ganz passend. Wir könnten zusammen essen gehen und ich bitte Sie dann nochmal um Entschuldigung. Einverstanden? Sie können mich anrufen, jederzeit. Ich werde Sie niemals anrufen. Und bitte, bitte gehen Sie, die Show ist zu Ende. Hallo. Geht's Ihnen gut, Mac? Ja, bestens. Bestens. Ich hatte nur ein kleines Gespräch mit dem Nachwuchs. Oh, Mac, das sind manchmal wirklich unglaubliche Snobs. Wollen Sie zwei miteinander trainieren? Ja, uns fehlt noch ein bisschen Praxis. Dann wünsche ich Ihnen wirklich Glück. Kennen Sie eine Candace Durrell? Mir scheint, sie versucht, Ihnen Ärger zu machen. Sehen Sie, Gespräch mit dem Nachwuchs. Oh, Mac, das sind manchmal wirklich unglaubliche Snobs. Wollen Sie zwei miteinander trainieren? Ja, uns fehlt noch ein bisschen Praxis. Dann wünsche ich Ihnen wirklich Glück. Kennen Sie eine Candace Durrell? Mir scheint, sie versucht, Ihnen Ärger zu machen. Sehen Sie sich vor. Candy Durrell ist die Lieblingskundin aller Schönheitschirurgen. Ich frage mich echt, wie man mit Silikonwangen Polo spielen kann. Ich hol unsere Schläge. Darf ich Sie mal was fragen? Und was? Mein Vater konnte nicht mitgehen, aber dafür Sie. Wieso? Weil mich kein geschäftlicher Termin abgehalten hat. Wollen Sie das Training ausfallen lassen? Wollte er, dass wir trainieren? Ah, jetzt verstehe ich. Sie denken, er stellt Ihr Polospiel in Frage. Ach, ist ja Unsinn. Ich muss noch meinen Sattel holen. Befehl ausgeführt. Video und Licht sind nebenan aufgebaut. Verratet ihr mir jetzt endlich, was los ist? Uns ist es gelungen, Hunt aus der Stadt zu locken. Jetzt hoffen wir, dass Sascha verunsichert ist und uns zu dem Beweismaterial führt, das sie gegen Julia hat. Wieso habt ihr diesen Kerl nicht gleich zum Gefängnis gelockt? Sascha hat ihm einen Brief geschickt. Darin soll irgendetwas Wichtiges über mich stehen. Den müssen wir unbedingt finden. Ich beneide euch nicht. Das wird nicht leicht.
Ach, dein Freund Dante, er hat für uns die Ausrüstung besorgt. Oh, gut. Wie hast du das geschafft? Na, mit Hilfe des Busses. Weiterhin schwört mein Freund vom Flughafen, dass Hunt bereits nach Las Vegas unterwegs ist. Gut. Die Übertragung klappt, hm? Ich bin wirklich überfordert. Ich krieg das nicht raus. Was soll's, dann ändern wir das Wort. Also, ich bin bei Mr. Capwells Elektriker, wenn Sie mich brauchen. Alle großen Dichter werden verkannt. Ich lege hier ein perfektes, wundervolles Kunstwerk vor und die anderen können es nicht aussprechen. Das ist die Tragik der Größe. Oh, vielen Dank, Schatz. Das Ganze klingt für mich furchtbar kompliziert. Habt ihr nicht einen Alternativplan? Sie, die Alternative für mich ist, für den Rest meines Lebens im Gefängnis zu sitzen. Und bitte glaube mir, er hat tatsächlich alles sehr genau durchdacht. Ich denke nicht, dass wir jetzt an ihm zweifeln sollten. Vielen Dank für deine wirklich hinreißende Zuversicht. Mhm. Und jetzt muss ich anfangen. Du verlässt auf keinen Fall diesen Raum. Und wenn ich die Nase pudern muss, was dann? Ich kann in eine so ungewisse Zukunft nicht mit ungepuderter Nase gehen. Deine Nase glänzt schon, seitdem ich dich kenne. Du warst ungeachtet dessen erfolgreich. Endlich könnt ihr miteinander wieder lachen. Nur aus einem einzigen Grund. Auf diese Weise machen wir beide den Leuten vor, dass wir uns wieder versöhnt haben. Ich denke schon, dass ihr einander leiden könnt. Und der Junge liebt dich. Aber du bist unerbittlich wie Sophia. Sie liebt es, mich mit fadenscheinigen Ausreden abzuweisen und ich bin dagegen hilflos. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Oh doch, Mason hat auch alles Mögliche versucht, um dich wiederzukriegen. Aber dein Fall ist sehr viel komplizierter. Na, wollen wir das Thema nicht beenden? Ach, schade, immer dann, wenn es spannend wird. Ich bin beauftragt, Sie zur aufsichtslosen Runde zu holen. Und was ist das? Naja, das ist, wenn die Patienten, ich meine die Ruhesuchenden, gemeinsam in kleinen Gruppen sitzen und über ihre Probleme reden, ohne Arzt und Schwestern. Und wie lange soll das dauern? Nur eine Stunde. Die meisten von uns lesen. Und dann zeigt Selma Poughkeepsie uns ihre Unterwäsche. Da stehen dann Dinge drauf, jedes Mal was anderes. Das ist nicht ihr richtiger Name, aber er klingt so ähnlich. Sie haben ein tolles Sweatshirt. Dankeschön. Sind Sie meine Zimmergenossin? Wer sonst? Ich bin Mrs. Escher. Das weiß ich. Wie heißen Sie? Annabelle, die Geheimnisvolle. Annabelle klingt wundervoll. Das ist nicht mein richtiger Name. Ich heiße Annie. Ich wollte nur rauskriegen, ob Sie denken, dass ich verrückt bin. Wetten, dass Sie mich für verrückt halten? Womöglich stimmt's. Da draußen war ich aber nicht verrückt. Das glaube ich aufs Wort. Wieso? Kennen Sie mich von früher? Wahrscheinlich haben wir uns schon gesehen. Aber vielleicht auch nicht. Mal ehrlich, ich weiß, wer Sie sind. Ich bin erledigt. Ich bin den ganzen Tag auf der Suche nach Investoren gewesen. Kein Glück, hä? Nein, nicht mal im Ansatz. Tut mir leid. Kenne ich wirklich niemanden, der helfen könnte? Danke, mir reicht der letzte Typ, den du angeschleppt hast. Entschuldige, aber ich dachte, der Kerl hätte Knete. Hast du es bei allen Banken versucht? Ich war überall, wo es Geld gibt und denk ja nicht, ich bin unvorbereitet gewesen. Ich war bei Armonti für Projektierung und Marketingfragen verantwortlich. Ich biete immerhin ein gutes Geschäft. Und man lässt mich auflaufen, weil es keiner glauben will. Jeder Widerstand zerbricht irgendwann, wenn man nur will. Nur ich zerbreche zuerst. Willst du einen Champagner-Cocktail? Denkst du, dass es Zweck hat, Sissi zu überzeugen? Ich weiß nicht, könntest du es denn? Vielleicht, aber er würde mich ganz sicher aus dem Haus werfen. Hey, ich habe dich schon überall gesucht. Ach, du bist es. Ein Bankpräsident hätte mir besser gefallen. Ich muss dir dringend was erzählen. Du wirkst so deprimiert. Was ist denn los? Ach so, du bist gefeuert worden. Nein. Hast du gewusst, dass Laura schon wieder ins Krankenhaus musste? Was? Sie hat sich doch nicht schon wieder umbringen wollen, oder? Nein, das wohl nicht. Sie ist in eine Nervenklinik gebracht worden. Was tut sie dort? Ich meine, woher weißt du das? Ich hab's aus einer merkwürdigen Quelle, aber ich konnte auch nichts Näheres herausfinden. Hey, Bunny, ich brauch einen doppelten Scotch mit viel Eis. Ja, sofort. Ich möchte Sie auf keinen Fall selbstzufrieden machen. Mein Wort, es war eine hervorragende Leistung. Sie waren auch nicht so mies für einen alten Playboy von der Riviera.
Ohne uns alten Playboys wäre dieser Sport wohl schon gestorben. Aber ehrlich gesagt, ihr Tailshot ist fabelhaft. Es ist ein Erlebnis, zuzusehen, wie sie ihn ausführen. Das ist einfach. Warten Sie. Ich zeig's Ihnen. Kommen Sie ein Stück zurück. Legen Sie ihn in den Arm. Hier die Hand und fest umschließen. Schön fest, schön fest. In Ordnung. So, ganz fest. Und jetzt aufgepasst. Die Augen auf den Ball. Nehmen Sie die Augen nie vom Ball. Es geht los. Sie kommen rein, Augen auf den Ball und den Ball schlagen. Immer Augen auf den Ball folgen und weit ausholen. Und dann schlagen Sie ihn fest ins Ziel. Aber wichtig ist weit ausholen. Wissen Sie, es ist viel einfacher, als es aussieht. Klar, dass Sie sich sehr verbessert haben, dank meines Trainings. Oh, ja, ich habe alles, was ich bin, nur Ihnen zu verdanken. Nein, aber ein Teil Ihres Könnens auf dem Polofeld, ja. Ich habe mir alles selbst erarbeitet, was Pferde angeht. Das hat mir Ihr Vater erzählt. Wieso taucht mein Vater immer wieder auf, egal wovon ich rede? Das stimmt nicht. Ich dachte, dass Sie ihn erwähnt haben. Werden Sie von ihm bezahlt? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein? Na, dann vergessen Sie es. Hey, nicht so schnell. Bitte sagen Sie mir, was Sie stört. Ich sagte, vergessen Sie es. Sie können mich doch nicht einfach so beleidigen. Sie wollten gerade andeuten, ich könnte von Ihrem Vater aus undurchsichtigen Gründen Geld erhalten. Habe ich nicht recht? Also gut. Ich habe den Verdacht, dass Sie als Bodyguard für ihn arbeiten. Sollen Sie mich von den Spielhöllen fernhalten? Liefern Sie täglich Berichte ab? Sollen Sie auf mich aufpassen? Oder sind Sie wirklich mein Freund? Noch vor einem Moment dachte ich, ich sei Ihr Freund. Sehr überzeugend, wirklich. Ich würde Sie nur zu gern von mir überzeugen. Wieso hören wir seit Stunden überhaupt nichts von Dante? Was ist mit ihm? Dante hat viel zu tun. Er wird alles nochmal durchchecken. Ehrlich gesagt, ich finde, ihr solltet zur Polizei gehen, anstatt die Sache allein durchzuziehen. Das wäre mit Abstand der sicherste Kurs. Im Gegenteil. Die Polizei wird Hunt nur verfolgen, wenn wir Beweise liefern. Ich habe nicht vor, Ihnen welche zu geben. Das wäre für Julia zu gefährlich. Ich möchte nicht, dass sie ins Gefängnis geht. Nicht für eine Stunde. Da bin ich ganz deiner Ansicht. Na gut, aber dann verratet mir mal, was passiert, wenn euer Plan nicht funktioniert. Tja, ganz einfach. Wir werden dann gezwungen, mit einer Million für Hunt rüberzukommen. Das ist ja entzückend. Und woher wollt ihr das Geld nehmen? Das ist doch nur der letzte Ausweg. Wie beruhigend. Ich gehe davon aus, dass ich dann im Spiel bin und das Geld auftreiben soll. Also gut, ich manage das. Wären markierte Scheine recht? Ich danke dir. Mit ein wenig Glück werden wir sie... Hallo? Mason? Einen Moment. Ja? Ich bin's. Der Videorekorder steht, das Kabel ist gleichfalls angezapft. Alles klar. Es geht los. Wünsche uns Glück, Dad. Viel Glück. Viel Glück. Ich werde mal besser das Geld anschaffen. Was wollen Sie damit beweisen? Nichts. Alles, was ich tue, ist meine eigene Entscheidung. Und das habe ich so gehalten, seit ich als junger Mann das Waisenhaus verließ. Ich lege Wert darauf, von niemandem kommandiert zu werden. Tut mir leid, ich... Nicht nötig, bitte. Beleidigt haben Sie nur sich selbst. Haben Sie so eine geringe Meinung von sich, dass Sie ernsthaft erwägen können, es bräuchte Geld, um Ihr Freund zu sein? Vermutlich, manchmal ja. Das glauben Sie doch selber nicht. Kommen Sie, das reicht jetzt. Dazu sind Sie viel zu intelligent. Sie sind unberechenbar und provokativ, aber ich finde das gut. Ich treffe Sie, weil ich das möchte, nicht weil es jemand befohlen hat. Tut mir leid, ich habe Sie nicht... Genug, ich fahre Sie jetzt nach Hause. Los, packen Sie Ihr Zeug zusammen. Wissen Sie, so möchte ich nicht gehen. Ich fahre Sie jetzt nach Hause und Schluss. Ich habe Sie beleidigt, aber Sie sollten nicht so mit mir reden. Und Sie wären bestimmt nicht so arrogant, wenn Ihnen früher mal einer den Hintern versohlt hätte. Hey, das können Sie sich sparen. Vielleicht sollte ich Ihnen mal zeigen, wie das geht. Hören Sie, ich habe schon wildere Pferde, als Sie in den Griff bekommen. Hauen Sie doch ab und kommandieren Sie Pferde und nicht mich. Ich gehe zu Fuß, vielen Dank. Was? Sie wollen zu Fuß gehen? Wow, Kelly, was für ein bemerkenswertes Selbstvertrauen. Die kleine Kelly zieht allein in die große, weite Welt, hä? Sie sind ein Idiot. Ich rate Ihnen, passen Sie auf, dass Ihr schneidender Verstand niemanden verletzt. Sieht er immer noch hierher? Er sieht wie gebannt hierher. Bestimmt macht er mich verantwortlich für alles, was Laura sich antut. Was geht dich das an? Was dieser Idiot glaubt, ist doch egal. Er ist aber kein Idiot. Alles klar, ich weiß, was los ist. Du weißt überhaupt nicht, was los ist. Und du hast kein Recht, ihn zu beschimpfen. Er versucht nur das Richtige in einer furchtbaren Situation zu tun. Ich wusste doch, was los ist. Ich habe mir die ganze Zeit etwas vorgemacht. Hey, sag mal, spinnst du? Du sagst, du ziehst Ärger an, wie der Teufel die Fliegen und tust alles, damit es gleich wieder losgeht. Hast du Wipfeldürre da oben oder was?
Vom Verstand wird die Welt gewiss nicht regiert, da bin ich sicher. Sieh einfach in den Spiegel. Hey, ich habe zwar nicht viel Geld, aber ich bin bestimmt glücklicher als du. Ethan und Keith sind unheimlich verschieden. Ich meine damit, Ethan hat mehr Klasse. So viel mehr Stil als Keith. Deshalb mag ich ihn so sehr. Ich habe mir immer wieder eingebildet, dass er mir nie so wehtun würde, wie Keith es damals getan hat. Ich wollte ihn noch gar nicht haben. Ich wusste ja, dass er verheiratet ist. Tja, wenn du vor dir selbst davonläufst, hast du es nicht anders verdient. Und niemand kann dir helfen. Und nun liegt Laura im Krankenhaus. Ich werde jetzt zu ihm gehen und dann sage ich ihm, wie leid mir das tut. Und da sind wir wieder aufgepasst. Sie rennt unaufhaltsam in den Ärger. Quatsch, ich versuche lediglich taktvoll zu sein. Bitte. Ich bin gleich wieder zurück. Tina, bitte! Dich habe ich nicht erwartet. Ach was, und wieso nicht? Immerhin versuche ich schon den ganzen Tag 1 Million für deinen Freund Craig aufzutreiben. 400.000 fehlen noch. Ich habe keine Ahnung, ob ich das heute noch packe. Kannst du ihm nicht gut zureden? Er würde doch nie einen Rat von mir annehmen. Den Eindruck hatte ich aber nicht. Das kannst du ruhig glauben. Also gut, ich will dir ein Geständnis machen. Ich befürchte, du hast mit Julia recht gehabt. Es ist nicht mehr zu übersehen. Ich habe den Eindruck, dass sie immer verrückter wird. Ich habe dich gewarnt. Es fällt mir nicht leicht, das einzusehen. Was soll ich denn machen? Sie ist völlig unberechenbar geworden und man wird sie bestimmt einsperren. Unglücklicherweise kann ich überhaupt nichts unternehmen, seitdem sich Hand eingemischt hat. Wir sind ihm doch vollkommen ausgeliefert, verstehst du? Glaub mir doch bitte, ich bin ebenso ein Opfer, wie ihr es seid. Ich beginne gerade zu verstehen, wie schrecklich es ist, wenn man erpresst wird. Es ist nämlich gar nicht so lustig, Mason. Na dann, willkommen im Club. Ich hoffe, du bist imstande, ihm das Geld... Weißt du, er ist wirklich sehr gefährlich. Ich hab's dir doch gesagt. Ich fürchte, ich bin überhaupt nicht in der Lage, es in der Kürze der Zeit zu beschaffen. Ich habe nur noch eine Hoffnung, ein Kredit. Die Leute werden versuchen, mich hier zu erreichen. Darf ich hier warten? Meinetwegen. Das macht mir nichts aus, wenn es wichtig ist. Und hättest du für mich vielleicht auch einen Drink? Bedien dich bitte. In Ordnung. Ich werde uns beiden einen mixen und... Dann können wir uns ja die Nachrichten ansehen. Achtung, das Licht, das ist unser Signal. Na los, drücken Sie uns die Daumen. Wir unterbrechen unser Programm für eine besondere Nachricht. Craig Hunt, den man erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen hatte, wurde vor einigen Minuten am Flughafen von Santa Barbara festgenommen. Er wird gerade unter Ausschluss der Öffentlichkeit von Bezirksstaatsanwalt Ethan Asher vernommen. Nähere Informationen erhalten Sie in den 6 Uhr Nachrichten. Nun zurück zu unserem regulären Programm. Sascha? Was ist denn los? Verstehe das bitte nicht falsch, aber... Ich habe etwas läuten hören. Ist es wahr, dass Laura wieder im Krankenhaus ist? Ja, sie wird dort ein paar Tests machen. Das ist schön. Ich meine, ich bin froh, dass es nichts anderes... Du hast völlig recht. Du weißt doch am besten, dass sie sich in letzter Zeit etwas merkwürdig verhalten hat. Sie hatte schwere Anfälle von Depressionen. Es schien uns richtig, die Hilfe der Ärzte anzunehmen. Ich hoffe, dass sie bald wieder gesund wird. Bestimmt ist das alles sehr schwer für euch. Es kommt schon wieder in Ordnung. Ich bin sicher, dass sie es schaffen wird. Es war kein schönes Gefühl, sie dort lassen zu müssen. Es kam mir wie Verrat vor. War sie wirklich bereit, freiwillig dorthin zu gehen? Ja, sie war einverstanden. Ach, weißt du, das überrascht mich. Der Doktor hat sie ein bisschen überreden müssen, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass hier schon jeder Bescheid weiß, wo sich Laura auffällt. Naja, Mac hat das wahrscheinlich im Polo-Club gehört. Wirklich? Offensichtlich machen schlechte Nachrichten schneller die Runde. Gina, du weißt, ich denke nicht. Immer noch... Es ist vorbei, Ethan, lassen wir das. Ja, aber nicht für mich. Es geht nicht anders. Vergiss es. Keine Anrufe, keine Karte, keine Liebe und versuch nicht über mich... Du weißt genau, das ist nicht so einfach. Und du weißt, dass wir keine Wahl haben. Es ist der einzig richtige... Wir leben in derselben Stadt, wir verkehren in denselben Kreisen. Ich kann dich nicht vergessen, selbst wenn ich das wirklich wollte. Du musst es endlich einsehen. Meines Erachtens gehören wir nicht derselben Schicht an. Wer weiß, irgendwann vielleicht. Vielleicht, wenn ich etwas aus mir gemacht habe, und das werde ich schaffen. Ich meine, sie nennen es das Logridge House.
Aber eines Tages wird es Blakehouse heißen. Meine Mutter, mein Bruder und auch mich wird man akzeptieren in der Stadt. Ich werde meiner Sippe Respekt verschaffen. Du wirst es sehen. Ich vermisse dich. Aber du hast doch Laura. Krank oder gesund. Jedenfalls hast du sie. Und mich wirst du vergessen. Ich bin für mich selbst verantwortlich und genauso will ich auch leben. Ich bin damit zufrieden. Also, wenn du mich nun liebenswürdigerweise nicht belästigen würdest. Sag mal, bin ich hier erschienen und hab dich angesprochen? Du hast recht. Ich bin überhaupt nur hier, weil du so traurig ausgesehen hast. Siehst du? Es geht nicht, selbst wenn wir es wollen. Versuch's mal. Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. In einem Jahr vielleicht. So lange soll das dauern? Ich werd's schon in den Griff kriegen. Und erstmal wird das Geschäft das Wichtigste sein. Ich werde beweisen, dass wir ernst zu nehmen sind. Ich werde jeden meiner Gegner besiegen. Ja, genau. Und du wirst dir deinen eigenen Thron bauen. Hoffentlich. Jedenfalls versuche ich es. Gut. Und dann kaufe ich uns das Haus von Augusta. Hey, warte eine Sekunde. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Woran? Augusta. Wieso soll ich an Augusta denken? Du hast es doch schon überall versucht. Wieso fragst du sie nicht? Womöglich will Augusta mit einsteigen. Oh, fantastische Idee. Sie gibt mir vielleicht Geld. In ungefähr 700 Jahren, wenn ich es so lange aushalte und darauf warte. Woher willst du das wissen, wenn du sie nicht fragst? Das muss ich nicht, ich kenne sie genau. Sei nicht so schrecklich pessimistisch. Es ist den Versuch wert. Wen willst du denn sonst noch fragen? So ein Blödsinn. Sie hat nicht genug Geld, um es bei mir zu investieren, glaub mir. Möglich, dass sie nicht genug besitzt. Aber eins garantiere ich dir, wenn sie bürgt, ist das genauso viel wert. Sie kriegt jeden Kredit, den sie will. Was für ein Spaß. Ich und Augusta Lockridge. Das schlägt alles wirklich. Vielleicht hast du recht und ich sollte es einfach versuchen. Ja. Stell dir vor, ich gehe in ihr Büro und sie sagt nein. Oder sie sagt ja. Das Verrückteste daran ist, dass Augusta gar kein Büro hat. Sie kann mich gar nicht rauswerfen. Auf zu Augusta. Was ist los? Du bist blass wie ein Gespenst. Bist du etwa krank? Mason, hör zu. Entschuldige bitte, aber mir ist was eingefallen, was ganz wichtig ist. Es kann nicht warten. Hör zu, es ist besser, wenn du gehst. Ich werde dich nachher auf einen Drink einladen. Jetzt muss ich dich leider rausschmeißen. Es tut mir leid. Das finde ich sehr unfreundlich von dir. Und wenn die Leute von der Bank sich melden? Macht nichts, ich rufe dich im Hotel an. Oder weißt du was, ich werde es Craig schon erklären, dass du noch etwas Zeit brauchst. Geh das jetzt willst bitte. Du wirklich tun? Ja, versprochen, ich werde mit ihm reden. Bitte. Die Unterlagen. Die Unterlagen. Mein Brief, was hat er damit gemacht? Das ist sie. Sie telefoniert. Na also, das Büro des Staatsanwalts. Hallo. Staatsanwaltsbüro? Ich bin Reporterin beim Sentinel. Können Sie mir sagen, ob es etwas Neues im Craig-Handfall gibt? Das tut mir leid. In dem Fall kann ich Ihnen nur sagen, dass die Suche nach Mr. Hunts Eigentum noch in vollem Gange ist. Was ist mit Mr. Hunt selbst? Wo befindet er sich zurzeit? Noch bei Mr. Escher. Das Verhör dauert noch an. Würden Sie bitte Mr. Escher etwas ausrichten? Sagen Sie ihm bitte, Miss Schmidt möchte ihm dringend sprechen. Er soll unbedingt auf mich warten. Ich habe Informationen für ihn, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen. Wären Sie so freundlich, mir zu verraten? Verdammt, das war eindeutig. Sie war kurz davor, mich auszuliefern. Perfekt. Dante, das Beweismaterial bitte. Seid ihr sicher, dass nichts schief geht? Keine Sorge, es sind keine Patronen drin. Nur, dass sie es nicht weiß. Willst du das wirklich tun? Ich war selten so entschlossen, etwas zu tun. Viel Glück. Danke. So, knüpfen Sie sich mal schön auf. Wir fangen jetzt an. Im Augenblick. Auf Wiedersehen im California-Clan. Morgen zur gewohnten Zeit gibt es eine ganz neue Episode. Also bleiben Sie dran.